Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Caroline Kandler. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Deutsche Bahn ist zurück in den schwarzen Zahlen. Im ersten Halbjahr erwirtschaftete der Konzern einen Betriebsgewinn von 876 Millionen Euro. Hauptgründe sind deutlich gestiegene Fahrgastzahlen, auch aufgrund des 9-Euro-Tickets sowie der erfolgreiche Logistikbereich. Nicht akzeptabel, so Bahnchef Lutz, seien aber derzeit Qualität und Pünktlichkeit. Die Schieneninfrastruktur könne mit dem Verkehrszuwachs nicht mithalten. Die Bahn kommt voran. Endlich wieder schwarze Zahlen, verkündet der DB-Konzern. Und die Nachfrage boomt. So fuhren im ersten Halbjahr 2022 im Fernverkehr 59,1 Millionen Menschen. Im vergangenen Jahr zur gleichen Zeit waren es 27,2 Millionen. Ein Plus von 117%, das ist die positive Botschaft. Es gibt auch Zahlen, die ernüchtern, wie diese. Mehr als 30% der Fernverkehrszüge kamen nicht pünktlich. Es gab Zugausfälle, Langsamverkehr wegen Baustellen, also Frust bei den Fahrgästen. Das Thema Pünktlichkeit, Qualität und Zuverlässigkeit entspricht nicht den Erwartungen der Kundinnen und Kunden und auch nicht unseren eigenen Ansprüchen. Da gibt es auch gar nichts drum herum zu reden. Dass die Bahn wieder schwarze Zahlen schreibt, liegt vor allem am Logistikunternehmen Schenker, einer Bahntochter, die ausgerechnet hauptsächlich auf Straßen unterwegs ist und damit viel Geld verdient. Es liege vor allem am maroden Schienennetz, dass die Bahn Probleme habe, so Experten. Betonschwellen gehen kaputt, es fehlen Umleitungstrassen. In den letzten 27 Jahren seit der Bahnreform ist der Personenverkehr um etwa 60% gewachsen, der Güterverkehr um mehr als 80% und die Infrastruktur ist nicht mitgewachsen, sondern geschrumpft. Der Staat ist viel zu spät aufgewacht. Jetzt wird so viel investiert in das Schienennetz in Deutschland wie noch nie. Das bedeutet, es gibt jede Menge Baustellen und das führt dazu, dass es zusätzliche Verspätungen gibt. Ein Erfolg, so scheint es, das 9-Euro-Ticket. Es führt allerdings zu überfüllten Zügen und Bahnsteigen, Reisenden, die gar nicht erst mitkommen. Der Ran aufs Ticket hat die Schwachstellen offenbart. Fahrgäste werden weiterhin viel Geduld mit der Bahn mitbringen müssen. Die hohe Preissteigerungsrate in Deutschland hat sich den zweiten Monat in Folge leicht abgeschwächt. Waren und Dienstleistungen kosteten im Juli 7,5% mehr als im Jahr zuvor. Das teilte das Statistische Bundesamt heute in einer ersten Schätzung mit. Im Mai und Juni lag die Teuerungsrate noch bei 7,9 und 7,6%. Insbesondere die hohen Energie- und Lebensmittelpreise seien die Ursache für die nach wie vor hohe Inflation. Gaskunden müssen von Oktober an wegen der höheren Importpreise eine Umlage zahlen. Das gab Bundeswirtschaftsminister Habeck bekannt. Die Importeure dürfen dann einen Großteil der höheren Kosten weitergeben, auch wenn langfristige Verträge das eigentlich ausschließen. Als Ausgleich sind weitere Entlastungen geplant. Die Höhe der Umlage steht noch nicht fest. Für einen Durchschnittshaushalt geht Habeck von mehreren hundert Euro pro Jahr aus. Wir rechnen damit, dass es zwischen 1,5 bis 5 Cent pro Kilowattstunde sein wird. Und dann muss man ein bisschen rechnen, wenn der durchschnittliche Verbrauch bei 20.000 Kilowattstunden liegt, landet man in einem mittleren 100-Euro-Bereich. Das hängt jetzt davon ab, wie die Verbräuche sind, welchen Anteil davon die Gasnutzung ausmacht, also welche Stadtwerke wie viel Gas nutzen. Und natürlich auch, wie hoch die Beschaffungskosten sind. Das sind also eine gewisse Dynamiken, sind da mit drin. Außenministerin Baerbock hat eine konsequente Aufklärung neuer Vorwürfe gegen die EU-Grenzschutzagentur Frontex gefordert. Bei ihrem Antrittsbesuch in Griechenland sagte sie, Menschenrechte müssten auch an der Außengrenze rund um die Uhr eingehalten werden. Es sei mit europäischem Recht unvereinbar, wenn dort Flüchtlinge zurückgedrängt würden. Zum Auftakt ihrer Reise hatte Baerbock an die Nazi-Gräueltaten in Griechenland erinnert. Am Holocaust-Mahnmal in Athen. Am Beginn des Antrittsbesuchs von Außenministerin Baerbock in Griechenland steht das Gedenken an die Opfer der NS-Besatzung. Erinnerungskultur, die gerade heute ihre Bedeutung hat. Im Anschluss besucht Baerbock eine Flüchtlingsunterkunft bei Athen. Eine Frau möchte mit ihr sprechen und wird nicht vorgelassen. Immer wieder gibt es Berichte über die harten Lebensbedingungen für Geflüchtete in Griechenland und über illegale Abschiebungen aus Griechenland in die Türkei. Zum Beispiel hier am Grenzfluss Evros.
Laut Hilfsorganisationen sitzen dort immer wieder Migranten auf Inseln im Fluss fest, ohne jegliche Versorgung. Griechische Grenzwächter würden sie von europäischem Boden aus hierher zurückdrängen, obwohl ihr Verfahren noch gar nicht abgeschlossen ist. Bei diesen Rückführungen wird berichtet, dass auch zwei Menschen ertrunken sind, weil nicht alle von ihnen Boote bestiegen haben, weil jemand ihnen gesagt hatte, sie sollten schwimmen. Diese illegale Pushback-Praxis wird von der griechischen Regierung immer wieder abgestritten. Am Nachmittag besucht Baerbock die europäische Grenzschutzbehörde Frontex, die nach Medienberichten ebenfalls in Pushbacks verwickelt sein soll. Darüber haben wir heute auch hier besprochen, dass mehr Menschenrechtsbeobachter vor Ort sind. Aber wir haben auch darüber gesprochen, wie wir noch stärker sicherstellen können, dass natürlich auch an der europäischen Außengrenze die Menschenrechte rund um die Uhr eingehalten werden. Griechenland trägt die größte Last der EU-Flüchtlingspolitik und sieht sich von den europäischen Partnern alleingelassen. Dies dürfte auch Thema bei Baerbocks Treffen morgen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis sein. Im Osten Deutschlands kämpfen die Einsatzkräfte weiter gegen die Waldbrände. Die Lage ist laut Behörden unter Kontrolle, doch Entwarnung kann noch nicht gegeben werden. Immer wieder flammen Glutnester neu auf, so auch am Nachmittag in Brandenburg. Und auch in der sächsischen Schweiz ist die Lage weiter angespannt. Wegen der felsigen Topografie sind die Löscharbeiten dort besonders schwierig. Drehende Winde verschärfen zudem die Lage. Bilder wie aus einem Horrorfilm. Tschechische Feuerwehrleute fahren durch ein abgebranntes Waldgebiet. Zuvor ein Ort der Erholung, jetzt lebensfeindlich. Auch über dem Elbtal dichter Qualm. Er erschwert den Piloten der Löschhubschrauber die Sicht. Doch sie sind die einzigen, die nah an die Brände im Gebirge kommen. Zuletzt hat wieder eines der Feuer von Böhmen auf sächsisches Gebiet übergegriffen. Es breitet sich nördlich vom bisherigen Brandgebiet aus. Aktuell stehen in der sächsischen Schweiz etwa 250 Hektar Wald in Flammen. Auch in Nordsachsen und Südbrandenburg ist die Gefahr weiterer Brände nicht gebannt. Hier versuchen die Feuerwehrleute, Glutnester unter Kontrolle zu bringen. Mit Blick auf das Ausmaß der Brände zieht Sachsens Umweltminister Vergleiche zu bisherigen Katastrophen wie den sogenannten Jahrhunderthochwassern. Das sind ganz klar die prognostizierten Klimawandelfolgen, in denen wir jetzt drinnen stecken. Und die schlagen jetzt zu Buche, nicht nur mit Kosten, sondern eben mit all diesen katastrophalen Folgen, eben auch für die Menschen. Menschen, von denen viele vom Tourismus abhängig sind. Zu befürchten ist, dass ein Großteil der Gäste nun länger fernbleibt. Perspektivisch müssen wir da schnell, so Wege schaffen, im wahrsten Sinne des Wortes, dort wieder natürlich auch den Tourismus anlaufen zu lassen, weil wir, unsere Region, lebt nun mal vom Tourismus. Am Wochenende könnte Regen die Waldbrandlage entschärfen, aber ob der die erhoffte Erlösung bringt, ist fraglich. Viermal war er Weltmeister, zuletzt aber lief es weniger rund und jetzt macht er Schluss. Sebastian Vettel hat heute das Ende seiner Formel-1-Karriere nach dieser Saison angekündigt. Die Entscheidung sei ihm schwer gefallen, betonte der 35-Jährige in einem Instagram-Video. Aber er wolle künftig vor allem mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Seine größten Erfolge feierte Vettel von 2010 bis 2013 bei Red Bull. Die Freude nach dem 2:1-Sieg im Halbfinale gegen Frankreich war groß, aber viel Zeit zum Feiern hatten die deutschen Fußballerinnen nicht. Busfahren war angesagt, vom Teamquartier in Brentford Richtung London, dort wo am Sonntag im EM-Finale die Engländerinnen warten, im legendären Wembley-Stadion vor ausverkauftem Haus. Orts- und Tapetenwechsel für das DFB-Team. Angekommen am Finalquartier The Grove, nordwestlich von London. Schönes Gefühl, auch so vom Feeling, einfach nochmal was Neues, jetzt aus unserem Hotel der letzten Wochen rauszukommen. Jetzt mal eine besondere Atmosphäre hier. Das passt einfach zur Stimmung rundum, dass jetzt nochmal was Besonderes auf uns wartet. Schon der gestrige Abend besonders. Finaleinzug mit Kabinen-Tanzeinlage. Wir sind natürlich euphorisch, freuen uns auf die Atmosphäre, auf das Stadion, auf den Gegner. Ich denke, das wird ein Spiel, das wir nicht mehr ganz so häufig erleben werden in der Karriere. Von daher ist die Vorfreude riesig. Am Sonntag könnte sich die DFB-Auswahl dann mit dem 9. EM-Titel krönen. Und hier noch die Wetteraussichten. Zunächst teils dichte Wolken, teils Sonne und im Süden sowie in der Mitte mitunter kräftige Schauer und Gewitter. Ab dem Nachmittag in Bayern Gefahr von Unwettern. Im Norden trocken, Höchstwerte 19 bis 30 Grad.
Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 2:30 Uhr. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.